Nicht unweit von hier steht auch eine Tenderlok, nämlich im Bahnbetriebswerk Dresden-Altstadt. Nur ist sie viel größer. Es ist eine Lok der Baureihe 62 und sie ist die einzig verbliebene ihrer Art. Die 62015 bei einer Ausflugsfahrt in die Sächsische Schweiz. Bis zu Tempo 100 schaffte die Maschine aus dem Jahr 1928. Doch ähnlich wie beim Trabi ist auch die Zeit dieser Lok in den 90er Jahren abgelaufen. Die 62015 hatte ihre letzte Fahrt im Jahr 1997. Rothard Ohme erinnert sich noch gut daran. Er war der Lokführer. In Köln ist der Kesselschaden eingetreten. Haben sie von Köln aus nach Meiningen geschafft zur Aufarbeitung. Aber dadurch, dass sie kein Geld bereitgestellt worden ist, haben wir sie dann von Meining kalt wieder hier runter nach Dresden gebracht. Das Ende einer stolzen Maschine. In den 80er Jahren war sie noch im Werratal unterwegs. Aufgenommen für den Film Traktion mit Tradition. Die Maschine mit der Betriebsnummer 62015 aus dem Jahre 1928 ist das letzte erhalten gebliebene Exemplar einer sehr kleinen Serie. Bei der Deutschen Reichsbahn verblieben 8 Lokomotiven dieser Baureihe, die sich auf den Strecken Berlin-Potsdam, Berlin-Frankfurt-Oder und später im Wendezugbetrieb Rostock-Warnemünde gut bewährt haben. Als Tenderlok hatte die Baureihe 62 aber nicht nur Vorteile. Der einzige Nachteil war durch den begrenzten Tender, da man nicht so viel Wasser mitführen konnte, hatte man einen Aktionsradius von 100 Kilometer nur noch. Aber es ließ sich einrichten. Als die ersten Tenderloks der 62er Baureihe gebaut wurden, waren sie für Schnellzugstrecken gedacht, auf denen die damals neuen großen Schlepptenderloks nicht wenden konnten. Aus der Zeit hat die 62er ihren Beinamen, Kleine 01, in Anspielung auf die Schnellzuglok ihrer Zeit. Die 62015 ist die letzte ihrer Art. Nach der Wende war sie als Traditionslok in ganz Deutschland unterwegs. So wie auf diesen Archivbildern von 1997 zu sehen. Doch das ist lange vorbei. Nach dem Kesselschaden hätte es rund 400.000 Euro gekostet, sie wieder betriebsfähig zu machen. Die Bahn scheute die Ausgaben. Für die Geschichte der Eisenbahn wird immer mehr Geld gespart und ist am Ende überhaupt kein Geld mehr da. Und es ist schade um die Lokomotive und es wird eines Tages bald so sein, dass die Kinder keine fahrende Dampflokomotive mehr sehen. Wir sind alle sehr gern drauf gefahren. Es ist schade, dass sie nun als Standmodell bei uns im Schirm hier steht.